So, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Video 915 und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in diesem Video werden wir zwei Dinge behandeln. Einmal meine neuen Offroad-Räder von Vaux. Die werden wir heute auspacken und installieren, beziehungsweise einen kleinen Radwechsel vornehmen. Und wir werden uns mal wieder um den Begrenzungsdraht kümmern. Ich habe nicht gedacht, dass das so eine wichtige Sache ist mit dem Begrenzungsdraht, um den Vaux ziemlich korrekturarm und fehlerfrei um das Grundstück zu schicken. Nur man muss diese Sachen hier berücksichtigen und da habe ich eine Sache nicht berücksichtigt. Das kann man auch beim letzten Video gut erkennen, aber das zeige ich euch jetzt alles in diesem Video. Dann werden wir am Ende natürlich so ein Ergebnis haben wie jetzt hier auf der App zu sehen bei mir zurzeit, also fehlerfrei. Er fährt zur vorgegebenen Zeit raus und fährt natürlich auch selbstständig wieder und fehlerfrei rein. Ich habe es natürlich öfters mal in der Vergangenheit gehabt, dass er auf dem Grundstück stehen bleibt. Entweder hat er keinen Saft mehr gehabt, der Akku war leer, oder er hat sich einfach nur verhaspelt und ist stehen geblieben mit einer Fehlermeldung. Und das sind viele Faktoren natürlich, die dazu beitragen, dass er natürlich sich so ein bisschen verhaspelt. Und damit, dass es fehlerfrei klappt, habe ich mir jetzt diese Offroad-Räder geholt. Und schauen wir mal, wie es damit funktioniert. Alles jetzt in diesem Video. So, jetzt fangen wir mal von vorne an. Also ich habe einen Fehler gemacht und zwar bei dem Verlegen meines Begrenzungsdrahts. Ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, ich habe mir einen komplett neuen Begrenzungsdraht gekauft. Hier ist noch die Packung und dann wollte ich natürlich alles richtig machen und habe natürlich eins gar nicht berücksichtigt, nämlich diese 10 cm auf der Schablone. Diese Schablone habt ihr mal im Umkarton des Vaux ja mit dabei gehabt. Die braucht man eigentlich nur raustrennen und man hat zwei Maßeinheiten. Einmal die 10 cm und einmal die 26 cm. Die 26 cm sollen von einem, einen hochstehenden Begrenzungsstein quasi genommen werden, damit der Vaux da prima dann vorbeifahren kann. Hat man den Begrenzungsstein pari mit der Grasnarbe, kann man 10 cm nehmen und dann fällt ihm auch wesentlich leichter, die Graskante zu mähen. Der Vaux ist natürlich präzisioniert dafür, diese Graskante zu schneiden, weil er hat ja einen versetzten Messerteller, der so ein bisschen weiter rechts außen gesetzt worden ist. Und damit kann er natürlich auch sehr gut die Graskante schneiden. Und das Programm Kantenschneiden hat er ja auch implementiert in der App. Und dafür sind die 10 cm. Und dann kommt er natürlich komplett aus dem Gleichgewicht, denn ich habe den Fehler gemacht, wie ihr hier seht, ich habe quasi den Begrenzungsdraht zwischen Begrenzungsstein und Grasnarbe gemacht, also genau ohne die 10 cm einzuhalten. Ich habe aber gar nicht daran gedacht, dass der Vaux einen 10 cm Abstand braucht, um eben die Graskante zu schneiden. Er wird auch wesentlich wendiger, wenn man dann sein Fahrverhalten nachher sieht. Er wird in den 90 Grad Kurven wendiger und in den Innenkurven besser als in den Außenkurven. Und da hatte ich ja mal gedacht, ich könnte das mit dem Bertelsen-Dreieck besser gestalten, aber das war auch ein Irrtum. Zu der ganzen Begrenzungsdraht-Verlegungsgeschichte kommen wir gleich im Anschluss nochmal, wenn wir die Offroad-Räder installiert haben. Die habe ich mir gekauft, damit der Vaux jetzt einen wesentlich besseren Grip hat und nicht mehr so viel Korrekturfahrten machen muss, gerade wenn er um die Ecke geht oder wenn Höhenunterschiede zwischen Begrenzungsstein und Grasnarbe ist. Jetzt gehen wir zur Montage. Ich habe natürlich zunächst erstmal die Aushilfsgewichte, diese quasi Kühlakkus, die ich da damals mal mit einem Klettband dran geklettet habe, um mal festzustellen, ob es wirklich am Gewicht liegt oder beziehungsweise an den Grip. Und das hat sich ja natürlich befürwortet. Und jetzt habe ich hier die Offroad-Räder gekauft. Jetzt musste ich natürlich erstmal auch die Gewichte abnehmen. So, jetzt geht es natürlich an die Originalräder, die mussten wir jetzt natürlich abmontieren. Dazu wird natürlich erstmal die Radkappe mit einem kleinen flachen Schraubenzieher gelöst. Die sind also nur so reingeklemmt. Und dann kommen wir eigentlich schon an die Mutter und der Unterlegscheibe. Die muss natürlich abgedreht werden. Dann ist noch so eine kleine Gewichtsscheibe da drin, alles abmontieren. Und dann kann man das Rad also jetzt komplett schon abziehen. Das war es dann auch schon mit der Demontage der Originalräder. So, jetzt macht man das mit dem zweiten Rad genauso und dann gehen wir schon zu den neuen Offroad-Rädern.
So, jetzt kommen wir zum Unboxing. Also da ist also nicht viel drin in diesem Karton. Da ist also einmal eine Montageanleitung drin und eine Tüte mit den Schrauben und den Unterlegscheiben und die Räder selber mit einem Gewicht von ca. 1400 Gramm. Das war es eigentlich schon. Man merkt also auch schon diesen Gewichtsunterschied, wenn man das Originalrad und die Offroad-Räder in der Hand hat, da ist schon mehr Gewicht zu spüren. So, jetzt haben wir die Originalräder abmontiert und jetzt geht es an die Montage der Offroad-Räder. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel an den Achsen von dem Mähroboter diese Verzahnung für diese Räder. Die Verzahnung ist natürlich sehr gut, um den Radwiderstand gut zu übertragen. Diese Verzahnungen sind hinten auf den Offroad-Rad auch. Also das fügt man einfach schön wie ein Puzzle zusammen und das Rad sitzt fest auf der Achse. Dann können wir die Mutter drauf drehen und quasi die Radkappe wieder draufsetzen. Hier seht ihr, dass es eine orangefarbene Radkappe ist und keine schwarze mehr. Ja, einen Unterschied muss es geben. So, dasselbe machen wir natürlich mit dem anderen Rad auch und fertig ist der Robby jetzt mit den neuen Offroad-Rädern. So, das habe ich ihn natürlich Probe fahren lassen. Der Mähroboter hat natürlich jetzt ein sehr stattliches Gewicht bekommen. So ca. 600 Gramm mehr macht schon was aus bei so einem Gerät. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich jetzt auf dem Gelände schickt. So, jetzt habe ich natürlich festgestellt, dass ein Roboter mit mehr Gewicht oder mit diesen Offroad-Rädern natürlich nicht alles ist. Damit er zielgerichtet quasi aus seiner Ladestation rausfährt, seine Runden dreht und natürlich lieber selbstständig wieder reinfährt. Und da er seinen Rückweg ja quasi am Rand sucht, durch die ganzen Ecken der Randsteine fahren muss und nicht jede Ecke ist wie die andere, aber ich habe da eine gute Lösung gefunden, wie man den Robby da am besten durchmanövriert. Die Offroad-Räder sind natürlich keine Garantie dafür, dass der Robby jetzt fehlerfrei seinen Dienst verrichtet. Ich habe wieder eine Korrektur vorgenommen im Begrenzungsdraht und das sind so zwei Komponenten in dem, sag ich mal, Mähroboter-Phänomen, sag ich mal, oder Bereich, dass man eben quasi den Roboter gut fürs Gelände fertig macht, indem man also jetzt, wenn man zum Beispiel Anstiege oder Hügel hat, die mehr als 40, 45 Grad haben, dann sind natürlich solche Offroad-Räder ideal für vorgesehen, aber auch der Begrenzungsdraht muss gut funktionieren oder muss ihn gut führen können, sonst macht er zu viel Korrekturfahrten in den Ecken oder setzt komplett aus, wenn ihm das zu dumm ist, er muss zu viel suchen und hin und her fahren. Und deswegen habe ich den Begrenzungsdraht mit 10 cm Abstand zum Begrenzungsstein verlegt. Das kann man natürlich nur machen, wenn der Begrenzungsstein und die Grasnarbe eine Fläche ist, eine parie Fläche. Und deswegen diese 10 cm. Also ging das Verlegen los. Ich habe mir natürlich dazu eine eigene Schablone gemacht. Ich habe diese 10 cm einfach auf ein Stück Pappendeckel übertragen und habe damit meine Runden gezogen um das Grundstück. Ich habe natürlich alle Ecken erstmal auf 90 Grad ausgelegt, die Innenecken wie die Außenecken. Ich habe nichts mehr mit Bertelsen Dreieck gemacht, gar nichts. Ich habe einfach die 90 Grad Ecken genommen. Und jetzt schauen wir mal gleich, wie er sich in dieser 90 Grad Ecken, Außenecken, Innenecken verhält, vom Fahrstil her. Auch die Zufahrten zu den Beeten, ich habe ja zwei Beete auf dem Grundstück, die habe ich auseinandergelegt. Bei der ersten Verlegung habe ich das ja so eng verlegt, dass er quasi am Rand dran vorbeifahren konnte und ihn er gar nicht mehr als Begrenzung gesehen hat. Das war natürlich dumm, weil er dann nicht zum Beet fährt, um da den Rand zu mähen, ist ja klar. Also habe ich jetzt die Zufahrt 15 bis 20 cm auseinandergelegt. So kann er hinfahren und mäht dann quasi den Rand des Beetes und fährt dann wieder zurück. Und da 15 oder 20 cm sind ja genau diese 10 cm Rand, die er mäht. Also dürfte da ja auch bei dem Hin- und Rückweg kein Grashalm stehen bleiben. Wie er sich natürlich in den 90 Grad Ecken am Beetrand verhält, das werden wir gleich nochmal sehen. Bei dem Verlegen des Begrenzungsdraht um die Beete herum habe ich mich jetzt grundsätzlich an den 90 Grad Winkel gehalten. Das sind natürlich alles Außenecken. Ich habe natürlich einen Nachteil an meinen Beeten. Am Rand fällt der Rasen so ein bisschen ab. Und das ist natürlich eine Anhöhe, die er mit einem Rad immer nehmen muss, wenn er mit dem 10 cm Abstand daran vorbeifährt. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen experimentiert. Der 90 Grad Winkel sollte schon so gestaltet sein, dass er von Ecke Randstein zu Ecke
Kunststoffhering natürlich genau geradlinig verläuft. Das ist eine Variante. Kommt jetzt der Mähroboter da nicht mit klar und sagt, ich habe jetzt eine kleine Anhöhe oder ist ein Gefälle und der kommt da mit dem einen Rad nicht so richtig um die Ecke, dann kann man eine zweite Lösung nehmen. Da braucht man auch nicht mehr Draht für. Man kann also dieselbe Länge des Drahtes nehmen. Man braucht eigentlich quasi nur den Stift von der Parallelecke in die Seiten des Randsteines führen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bilder von den Möglichkeiten, die ich da rausgefunden habe. Dass der Begrenzungsdraht auf der kommenden Seite, wo der Mähroboter natürlich erst langfährt, etwas an den Randstein gedrückt wird und dass er dann Ausläufer bekommt, um dann eine bessere Ecke zu fahren. Also er kriegt dann so ein bisschen Schwung und das macht dann schon viel aus. Das machen manchmal 10 cm, wie gut er dann um die Ecke fährt. Das muss man selber so ein bisschen austesten, indem man einfach den Stift so ein bisschen hin um die Ecke rumführt. Aber ich habe jetzt mal so die geradlinige Geschichte genommen, einmal geradlinig seitlich vorbei. Und das hat bei mir schon viel geholfen. Ich habe nämlich bei den Beobachtungen immer festgestellt, dass dadurch, dass ich ja so ein kleines Gefälle habe am Rand der Beete, dass er da nicht so mit klarkommt. Also er spürt da wohl ein kleines Gefälle und fängt dann an, mehr zu korrigieren, weil er vielleicht einen minimalen Widerstand bekommt oder mehr Kraftaufwand hat, um sich dann um die Ecke zu fahren. Wenn er natürlich zu viel korrigiert, dann sagt er dann irgendwann mal, fahre ich raus und macht seine Korrekturkurve und bindet sich dann irgendwo anders wieder an den Begrenzungsdraht. So, und das mit den Ecken, das ist immer so ein Zentimeterspiel. Man kann ein bisschen rumexperimentieren. Man sollte jetzt die 10 cm immer lassen und dann mal mit dem Kunststoffhering ein bisschen um die Ecke fahren, um das mal zu testen, wie er sich dann immer wieder verhält. Ich habe natürlich dadurch, dass ich den Hering jetzt an der Seite befestigt habe vom Randstein und nicht zu parallel zur Ecke, habe ich natürlich den Begrenzungsdraht etwas zum Randstein verlegt. Dadurch kommt er natürlich eher nach oben wieder und kann sich dann mit dem kleinen Schwung wieder quasi um die Ecke manövrieren. Ich habe mehrere Ecken ausprobiert und das wollte ich euch jetzt mal in einer Grafik verdeutlichen, was man da so machen kann. Das sind natürlich alles nur Zentimeterspielchen, die man immer so ein bisschen korrigieren kann, aber im Grundprinzip sind diese Ecken eigentlich ideal als Vorgabe. Man braucht dann nur noch ein bisschen korrigieren, um zu schauen, wie verhält er sich. Fährt er gleich wieder raus, braucht er mehr Abstand oder braucht er mehr Nähe zum Randstein, um dann überhaupt hochzukommen? Das sind natürlich alles Fragen, die kann ich euch nicht beantworten, weil jedes Grundstück ja anders ist. So, jetzt habe ich natürlich einige Muster gemacht. Hier mal eine Grafik von einer Innenecke. Das ist meistens beim Robby überhaupt kein Problem. Hier sollte man aber darauf achten, genau die Ecke parallel mit der Ecke des Begrenzungsdrahts zu verlegen. Wie ihr das hier auf der Zeichnung seht. Dann hier eine Grafik von einer ganz normalen Außenecke. Hier habe ich natürlich genauso verfahren, die Ecke parallel zur Ecke des Herings, des Begrenzungsdrahtes so verlegen, dass natürlich alles parallel verläuft, von Ecke zu Ecke. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Und hier seht ihr eine Variante, die ich mir einfallen gelassen habe, weil er dann so eine kleine Anhöhe fahren musste am Rand. Die Variation, wo ich den Draht links neben den Randstein verlegt habe, sodass der Begrenzungsdraht näher zum Begrenzungsstein kommt. So habe ich bei mir natürlich festgestellt, bei dem Gefälle an dem Begrenzungsstein führt der Begrenzungsdraht den Roboter näher an den Begrenzungsstein. So kriegt er Höhe und kann damit besser um die Kurve. So, bei der Variante habe ich jetzt nochmal den Zufahrtsdraht etwas nach oben verlegt. So entsteht so ein kleiner Knick am Anfang und er kann besser ausholen. Das führt ihn natürlich mit Schwung wieder an der Ecke vorbei. Das muss man mal ausloten, wenn ich merke, dass er da zu sehr manövriert. Dann setze ich natürlich den Begrenzungsdraht etwas näher an dem Randstein. Das habe ich jetzt hier gemacht. Dadurch entsteht schon fast so eine Art Bertelsen-Dreieck, aber in Miniform. Und das hat er auch bei einigen Ecken sehr gut geschluckt, ohne große Korrekturfahrten. So, und bei der Variante habe ich nochmal einen Knick eingebaut
so dass er jetzt nochmal ein bisschen mehr Schwung bekommt und auch gleich wieder, wenn er um eine Ecke ist, sofort wieder näher an dem Rand kommt. Dann klingt er schneller ein und fährt dann weiter geradeaus. Das ist natürlich nochmal so ein Behelf, dass er mehr Schwung bekommt und sich gleich auch wieder am Rand einfügt, dass er mit der Vorder-, mit der Schnauze besser an den Rand kommt. Ich habe natürlich mit den ganzen Varianten mehrfach experimentiert, wo er am besten um die Ecke fährt. Das muss man ein bisschen ausloten und selber ein bisschen mal experimentieren. Manchmal liegt dieses Glück, um die Ecke zu fahren, ohne große Korrektur, mal nur einen Zentimeter entfernt. Ja, und dann sollte man natürlich auch den Weg am Rand etwas ebnen. Es entstehen natürlich in einigen Randbereichen solche Rasenwulste, gerade am Rand. Und die erschweren auch so ein bisschen die Fahrt des Roboters. Das kann man natürlich auch ganz schnell mal wegtrimmen. Wenn wir mal kurz mit dem Trimmer drüber gehen. Ich habe ja natürlich diesen Trimmer mit diesem Plastikmesser. Damit funktioniert die Sache sehr gut. Damit kann man diese Wulste am Randbereich, wie ihr hier schon seht, auch in geraden Strecken sowie auch am Beet entlang rumherum habe ich diese ganzen Wulste mal weggemacht, damit er dann auch keine Anstoßmöglichkeiten hat oder Hindernisse. So, natürlich durch diese Offroad-Räder und das neue Verlegen des Drahtes mit dem 10 cm Abstand und natürlich das Pflegen des Rasens und des Ausgleich von Hügeln und Unebenheiten hat natürlich dazu geführt, dass jetzt der Robby quasi ohne Probleme, ohne Korrekturfahrten durchs Grundstück fährt. Wie ihr hier sehen könnt, meistert er sogar diesen Zickzack-Kursus hier. Das ist eine kleine Anhöhe mit einem Zickzack-Randstein. Wie ihr seht, ganz problemlos. So, mit den ganzen Maßnahmen habe ich natürlich eins erreicht. Ich brauche mich nicht mehr um Robby zu kümmern. Also mein Works M500 fährt jetzt morgens selbstständig raus und wieder rein. Und ich finde ihn auch immer in der Ladestation. Und das ist auch der Sinn eines Mähroboters. Man muss nur ein bisschen experimentieren, man kann nicht einfach sagen, ich drehe jetzt mal ein Begrenzungsdraht und wickel das mal einmal um mein Grundstück und dann fährt das Ding schon von alleine. Man muss auch sehr viele Hindernisse wegräumen, man muss vielleicht auch etwas mal einebnen oder Graswulste entfernen und Drahtverlegungspunkte an Ecken, Innenecken oder Außenecken mal zu korrigieren. Am besten sollte man sich auch mal die Mühe machen, wirklich den Roboter bei seiner Arbeit zu beobachten oder ihn mal am Anfang des Begrenzungsdrahts zu setzen, nähe der Ladestation und ihn einfach mal nach Hause fahren lassen. Das kann man dann ganz manuell mal machen, indem man ihn ganz einfach mal auf den Begrenzungsdraht setzt und ihn mal auf Fahrt zur Ladestation drückt auf den Knopf oder per App sagt, fahr bitte zur Ladestation, dass man selber mal beobachtet, wie er einmal um das ganze Grundstück fährt, mit allen Hindernissen, Ecken und Kanten. Dann sieht man auch, wo er ausbricht oder seine Korrekturkurve fährt oder vielleicht auch stehen bleibt. Da muss man da vielleicht nachkorrigieren und den Begrenzungsdraht vielleicht mal anders verlegen, mal einen Zentimeter nach vorne oder wie meine Eckvarianten, die ich euch gezeigt habe, mal auszuprobieren, um ihn da die Arbeit zu erleichtern. Und das macht man so lange, bis er ganz alleine in die Ladestation fährt. Diese Zeit sollte man investieren, weil dann hat man natürlich seine Ruhe irgendwann mal. Dann braucht man nicht mehr sich großartig um den Robby zu kümmern. So, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, denn dann werdet ihr immer daran erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ganz kostenloser Service. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann empfehle ich euch die Vox Landrod Playlist von mir. Da habe ich alle Vox Landrod Videos eingefügt. Und da unten mein letztes Video, was ja, davor geschah, kann man fast schon sagen, könnt ihr euch da anschauen. Und hier könnt ihr abonnieren. Ja, und dann kann ich euch nur sagen, schönen Tag noch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.